14. Februar ist Valentinstag und der wird auch hier im Kaufhaus Tirol gefeiert mit einem eigens geschaffenen Pop-up-Shop von Floristin Eva Baumann. Frau Baumann, was bedeutet der Valentinstag für Sie als Floristin? Es ist ein besonderer Tag, es ist natürlich ein besonderer Tag für uns Floristen, weil ja Valentinstag schon in Verbindung mit Blumen steht und wir natürlich auf viel Geschäft hoffen. Eine Floristin freut sich am Valentinstag auch über Blumen. Man darf ihnen auch Blumen schenken? Ja. Und welche Blumen sollen es sein? Klassischerweise gibt es ja rote Rosen. Gibt es da Regeln, die man einhalten sollte beim Schenken? Es gibt schon die Symbolik der Blumen. Jede Blume steht für irgendein Symbol. Rote Rosen sind natürlich der Inbegriff für Liebe. Aber jetzt gerade im Frühling Tulpen, Narzissen, Ranunkeln, Anemonen, ganz kräftige Farben. Man sehnt sich jetzt nach dem Winter nach kräftigen Farben. Also es ist einfach alles erlaubt. Sie haben hier im Pop-up-Shop ganz individuelle Sachen auch dabei, vom Cupcake als Blume oder auch Blumen in der Dose, ganz liebevoll ausgesucht. Ich glaube, es geht schon darum, dass man auch gerade in unserem Beruf, wir haben so viele Mitbewerber, die schon Buntware anbieten, dass man sich einfach durch Handwerk und ein bisschen Originalität abhebt und sie deswegen zum Floristen kommen. Und Sie wollen auch, dass Ihre Kunden vielleicht auch Liebesbriefe schreiben? Ja, weil in der heutigen Zeit mit diesem ganzen Social Media und WhatsApp und wie es alles heißt, ist es sicher für jeden lang her, für mich selber auch, wann ich meinen letzten Liebesbrief mit der Maschine oder handgeschrieben verfasst habe. Und ich habe eben da alles vorbereitet und wenn jemand die Lust und Laune verspürt, das wieder mal zu tun, kann er das gerne machen. Und Sie verpacken das dann gleich im Blumenstrauß. Ja, genau. Es gibt also ganz, ganz viele tolle individuelle Möglichkeiten zum Schenken, auch ob groß oder eher kleiner Blumenstrauß, jeder findet etwas. Und wie, Frau Baumann, hat man dann am meisten Freude, wenn man es bekommt? Wie sollte man sie pflegen, die Blumen? Einfach, wenn es jetzt geschnittene Ware ist, einfach noch einmal mit dem Messer anschneiden und ins Wasser geben. Viele Sachen, die hier sind, haben ja schon so einen Schwamm drunter. Die sind mit Wasser schon auch für den Transport optimal versorgt. Nicht in die Sonne stellen, wenn es jetzt Minusgrade hat, einpacken. Dann hat man sicher lange Freude damit. Der Valentinstag, der blumigste Tag auch hier im Kaufhaus Tirol, wo Sie auch noch in letzter Minute Ihre Blumen mitnehmen können. Und Sie wissen ja, vergessen gibt's nicht.